360 Football hier mit einem neuen Video. Heute das Thema Schusstechnik für Kinder. Von Grund auf lernen, Innenseite sowie auch den Vollspann. Legen wir direkt los. Bevor das Video startet, vergesst nicht zu liken, abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Aber jetzt, let's go. Starten wir mit der Innenseite. Was ist hier wichtig? Im Grundprinzip immer hier die Spannung halten, dass der Fuß nicht irgendwie locker ist. Wie kann man das üben? Auch wenn man dem Kind zum Beispiel Bälle zuspielt, dann mit der Innenseite zurückspielen oder auch nur schon beim Passen, dass hier die Spannung bleibt, hier im Knöchelbereich. Und danach, was sind die ersten Sachen, wenn es um den Schuss geht? Einfach mal austesten lassen, hier Innenseite so Richtung Tor bringen. Wichtig, Standbein schön neben den Ball bringen und dann hier schön mit diesem Teil vom Fuß durchschwingen. Gerade am Anfang ist das wahrscheinlich die beste Technik zum Lernen, dass man hier ein bisschen Kraft drauf bekommt. Wirklich diese Schwungbewegung macht. Stabilität, Körper ein bisschen nach vorne. Und wie gesagt, Fuß unbedingt anspannen. Kann man auch hier zeigen beim Kind, wenn man hier ein bisschen bewegt. Nein, das muss fest bleiben. Wie übt man das jetzt konkret? Am Anfang Ball wirklich im Stand. Immer wieder versuchen, diese Schusstechnik anzuwenden, durchzuschwingen, das Bein, Standbein schön neben dem Ball stabil stehen und Knöchel anspannen. Wir empfehlen, da zuerst zu starten, bis die ersten Schüsse auch wirklich sauber kommen. Das ist der erste Schritt. Wenn das dann funktioniert, ist Stufe 2 eigentlich mit Vorlegen und dann abschließen. Hier auch braucht es natürlich wieder Zeit und wir empfehlen ganz einfach Ball anzutippen oder ein bisschen vorzulegen. Und wenn das gemeistert wird, kann man noch einen Schritt weiter gehen und auch eine kleine Finte mit einbauen. Als Beispiel würden wir hier gehen. Finte machen, Abschluss. Die Distanz zum Tor spielt hier am Anfang gar keine große Rolle, denn es geht um die Technik und man sieht auch an der Flugbahn vom Ball, ob er sauber ist. Der Ball sollte nicht irgendwie stark nach hinten rotieren und sollte natürlich in die Ecken gespielt werden. Zweite Schusstechnik, die wir heute anschauen, ist der Vollspann. Und hier die wichtigsten Punkte vorab. Standbein ist wieder ähnlich wie vorher, vielleicht ein bisschen weiter weg vom Ball, da man hier diese Bewegung machen möchte mit einem gestreckten, angespannten Fuß und dann schlussendlich in diesem Bereich hier treffen möchte. Fuß durchstrecken, Fußspitze runterdrücken und dann hier ist auch ein Knochen, darum kommt hier der Schuss am stärksten. Wichtig, viele machen den Fehler, dass sie schießen und während dem Schießen die Fußspitzen wieder nach oben ziehen. Das sollte unbedingt vermieden werden. Man sollte hier so durchziehen können. Als Beispiel, so durchziehen. Noch zentraler wie bei der Innenseite ist jetzt die Spannung hier im Knöchelbereich zu halten. Wie bauen wir das Ganze jetzt weiter auf? Wie vorhin, zuerst Ball setzen, dann abschließen. Wichtig auch den Körper ein bisschen nach vorne zu bringen. Übrigens hier kompakt zu sein, alles anzuspannen, auch Bauch anspannen, dann durchziehen. Und dann zweiter Step wieder mit dem Vorlegen. Vorlegen, Schuss. Und dann, wenn das auch gemeistert wird und der Ball auch in die Ecken gespielt werden kann mit Power, hier geht es vor allem auch darum, Power aufzubauen, können wir auch wieder mit einer Finte arbeiten und damit den Abschluss suchen. Kurz zusammengefasst, Standbein neben dem Ball. Vielleicht ein bisschen weiter weg wie bei der Innenseite. Dann Fuß so gestreckt halten, durchschwingen. Fußspitze darf nicht nach oben und hier muss richtig betoniert werden. Das war's mit dem Video zu den Schusstechniken. Jetzt gilt es, das selbstständig zu üben. Diese Coaching-Punkte sind sehr wichtig, dass man die anwendet, aber man kommt nicht drum herum, das stundenlange oder immer wieder zu üben. Wenn ihr möchtet,
oder wenn ihr direkt zu uns kommen möchtet, seht ihr in der Videobeschreibung einen Link dazu. Dann schauen wir uns die Schusstechnik direkt vor Ort an und üben das direkt im 360 Football Personal Training. In diesem Sinne, Gas geben, liken, abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.